Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Talk Arzt als Unternehmer. Wir haben uns heute mal etwas ganz anderes ausgedacht als sonst. Und zwar sitze ich hier im Gespräch heute mit Herrn Rechtsanwalt Björn Papendorf. Der ist einigen von Ihnen ja schon bekannt. Wir haben einige Podcasts schon zusammen gemacht zu den unterschiedlichen Themen des Medizinrechtes. Hallo Björn, ich grüße dich auf der anderen Seite. Du bist live aus Münster zugeschaltet. Wir möchten heute Ihnen oder euch das Thema der Datenschutzgrundverordnung in einem kurzen Video näher bringen. Wir werden davon eine ganze Reihe von Videos aufnehmen, um immer auch Praxisbeispiele deutlich zu machen. Und dieses Thema Datenschutzgrundverordnung, so schwierig und so hanebüchen es teilweise auch ist, aber versuchen einfach rüberzubringen. Björn, gibt es vielleicht noch einen Eingangssatz, den du sagen möchtest zu dem Thema? Es ist alles nicht so schlimm, wie es scheint. Okay. Also wir können es beherrschen. Es ist aber schon auch ein bisschen schräg und ein bisschen verrückt, was der Gesetzgeber so von uns erwartet. Gibt es denn schon erste Rückmeldungen jetzt von Mandanten, die ihr habt, wo du sagen kannst, ja, da habe ich Erfahrung gemacht, ganz kurz? Ja, natürlich. Also die Mandanten treibt das Thema um. Das heißt, ich muss mir eventuell einen Datenschutzbeauftragten suchen etc. Da sind die Mandanten dran und man muss es ja umsetzen. Es hilft alles lamentieren nichts. Das ist so ein bisschen wie das QM, das vor vielen Jahren eingefügt wurde. Das muss ich mir jetzt auch eben also im Bereich Datenschutz auf die Platte schaffen sozusagen. Und da sind viele Mandanten dabei, da unterstützen wir unsere Mandanten. Wir haben einen eigenen Verband gegründet, aber das machen wir vielleicht dann mal im Anschluss, ja, das machen wir auf jeden Fall. Mal ein paar hilfreiche Tipps gegeben haben, wie es denn in der Praxis läuft. Genau, wir wollen also heute ganz einfache Dinge mal klären. Wir wollen mal einmal das Thema, der Patient kommt in meine Praxis. Wir wollen einmal das Thema, die Übergabe von Visitenkarten oder in dem Fall jetzt vielleicht personenbezogenen Daten nehmen. Und wir haben gesagt, ja, wie funktioniert das denn, wenn einfach ein Patient anruft oder auch eine Firma einen Anruf bekommt von einem Kunden, Mandanten, Patienten, den er noch nicht kennt. Diese drei Themen haben wir uns mal rausgesucht und wir legen mal einfach los mit dem Thema, ich bin ein Patient und komme in deine Praxis. Ja. Ja, also ich mache die Tür auf, es klingelt, palim, palim, ich komme rein und sage, hallo, mein Name ist Müller. Und dann sage ich, stopp. Bevor Sie mir jetzt Ihren Namen sagen und ich das hier notiere, muss ich Ihnen leider erstmal eine Datenschutzerklärung überreichen und Ihnen erklären, Sie über Ihre Rechte aufklären, was mit Ihren Daten hier geschieht und so weiter. Sie dürfen jetzt nicht einfach sagen, mein Name ist Müller und ich trage das hier ein, sondern erst die Datenschutzerklärung, dann die personenbezogenen Daten. Okay, aber ich will doch nur einen Termin. Ja, den kriegen Sie auch, Herr Müller, aber den kriegen Sie erst dann, wenn Sie unsere Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen haben. Vorher können wir Ihnen leider hier in unserem Terminvergabesystem keinen Termin vergeben. Okay. Ja, deswegen, sehr hier unsere Datenschutzerklärung, 20 Seiten. Wäre schön, wenn Sie sich kurz einmal durchlesen könnten und das hier abzeichnen könnten. Und dann sind wir sofort in der Terminvergabe für Sie. Okay. Also das wäre tatsächlich die richtige Situation, wie ein Arzt, eine Helferin damit umgeht. Es kommt ein neuer Patient rein, bevor ich die Daten aufnehme in mein Computer- oder Kalender-Datenverarbeitungssystem, muss ich erst die Datenschutzverordnung übergeben. Genau. Das ist also Datenschutzerklärung übergeben. Genau. Okay. Ja, jetzt wird es dann im Einzelnen, was der mit dem Daten geschieht, was der Patient für Rechte hat, dass er also jederzeit, wie lange die gespeichert werden, zu welchem Zweck die gespeichert werden, das muss alles in der Datenschutzerklärung drinstehen. Mhm. Und leider theoretisch müsste der Patient das als allererstes bereiten. Okay. Also das war der ganz einfache Fall. Der Patient kommt neu in meine Praxis und ich kenne ihn noch nicht. Und bevor ich das also machen kann, muss ich mir erst die Datenschutzerklärung als Patient auch durchlesen und übergeben bekommen. Zweiter Fall haben wir gesagt, Übergabe von personenbezogenen Daten. Also das kann zum Beispiel Telefon, Adresse, E-Mail und natürlich der Name sein. Also in dem Fall die Übergabe einer Visitenkarte. Ist das richtig? Also Visitenkarte ist auch schon, Übergabe einer Visitenkarte fällt auch schon unter das Thema Datenschutz. Müssen wir uns auch schon Gedanken zu machen. Darf denn, wenn ihr jetzt Patient sagt, also das Einfachste ist einfach, ich gebe ihm mal meine Visitenkarte, da steht auch meine private Telefonnummer drauf und so weiter, dann brauche ich ihm das nicht alles im Einzelnen diktieren. Dann ist ja schon die Frage, darf ich diese Visitenkarte jetzt einfach so annehmen? Okay, das machen wir jetzt mal. Wir sind ja modern, wir transformieren ja nicht nur von Dortmund nach Münster, sondern wir können das ja auch gleichzeitig mit Visitenkarten tun. Ja, versuch's mal rüberzugeben hier. Oh, tatsächlich. Ja. Ja,
Wunder der Technik. Technik, ne? So, jetzt haben Sie also meine Visitenkarte genommen. Aber da Fehler gemacht. Ja. Ja, also wenn ich jetzt diese Visitenkarte von dir da bekomme, dann darf ich die natürlich annehmen. Aber wenn ich da jetzt auch was machen mit möchte, also das heißt, ich möchte die jetzt in meinem Ordnungssystem ablegen. Mhm. Ich habe so eine schöne Karte bei mir in der Kanzlei, da tue ich die alle immer rein, die Visitenkarten, die ich so bekomme im Laufe der Zeit, um dann hinterher tatsächlich auch darauf zugreifen zu können. Das dürfte ich aber nur, wenn ich dir jetzt im Gegenzug, ich versuche das jetzt mal, meine Datenschutzerklärung hier. Ich schicke dir mal. Okay. Warte mal, von wo? Das ist natürlich ein bisschen länger, das dauert natürlich alles ein bisschen. Ne? Ja, muss mal gucken, ob. Da kommt sie, ja, also ich hab sie bekommen. Gott sei Dank. Also auf jeden Fall. Da müsste ich also jetzt sagen, okay, lieber Oliver, ich würde gerne diese Visitenkarte in mein Ordnungssystem abspeichern. Mhm. Bist du damit einverstanden? Ich gebe dir mal eben meine Datenschutzerklärung, die ich dann vielleicht leider auch nicht immer dabei habe. Aber die sollte man in Zukunft eigentlich immer dabei haben. Also nochmal, bevor ich diese Daten, die ich bekomme und sei es nur die Übergabe einer Visitenkarte verarbeite, also in mein Ordnungssystem, ob das jetzt ein Planer ist, ob das diese Drehsysteme sind oder ob ich es hinterher sogar in PC eintrage, was ja noch viel mehr, das muss ich dann auch wieder mit einer Datenschutzerklärung quittieren. Das heißt, ich muss es im besten Fall sogar unterschreiben und du musst es bei dir ablegen oder ich müsste es dann bei mir ablegen. Genau, im Idealfall muss ich ja auch da nachweisen können, dass du sie tatsächlich erhalten hast. Okay. Mhm. Der dritte Fall, den wir besprechen wollen, war, wenn wir miteinander telefonieren. Also, ich nehme mein... Du bist Herr Müller? Ja, genau. Ich rufe Björn Patendorf an und sage, hallo, mein Name ist Oliver Neumann, ich möchte gerne einen Termin in der Rechtsanwaltskanzlei haben. Ja, und da würde ich auch wieder sagen, stopp, Herr Neumann, nicht so schnell. Sie jetzt mir Ihren Namen geben und ich hier für Sie einen Termin vereinbaren kann, müsste ich Ihnen leider einmal meine Datenschutzerklärung zukommen lassen. Heute im Zeitalter der Technik kein Problem. Ich schicke Ihnen eine E-Mail, dann lesen Sie sich bitte in Ruhe unsere Datenschutzerklärung durch und entweder bleiben wir so lange in der Leitung oder, weil ich dann vermute, es dauert vielleicht einen Moment, bis Sie es dann zur Kenntnis genommen haben, rufen Sie mich nochmal an und wenn Sie dann unsere Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen haben und so weiter, dann können wir gerne über einen Termin miteinander sprechen. Okay. Ja, dann schicken Sie mir die mal zu und dann lese ich das und dann muss ich mich wieder an Sie wenden oder dann darf ich mich erst wieder an Sie wenden. Dann dürfen Sie sich an uns wenden und hoffentlich haben Sie dann auch noch Zeit und Lust. Okay, alles klar. Tschüss. Ja, dann, tschüss. Ja, das waren jetzt mal drei ganz einfache Fälle, die aber schon zeigen, was das Gesetz eigentlich will. Die Frage wäre jetzt vielleicht abschließend nochmal, ist das umsetzbar? Kann man das überhaupt machen oder ist das? Die Wahrheit ist, es gilt immer der alte Grundsatz, wo kein Kläger, da kein Richter. Ja? Also der Patient, der in der Praxis anruft, der möchte schnell einen Termin. Mhm. Der möchte nicht erst eine E-Mail, ein Fax, wie auch immer erhalten mit der Datenschutzerklärung, um dann ein zweites Mal sich in der Praxis zu melden, um tatsächlich einen Termin vereinbaren zu können. Mhm. Genau. Und ich rate dann zu pragmatischen Lösungen. Natürlich würde man dann erstmal solch einen Termin vereinbaren. Bevor dann tatsächlich der Termin stattfindet, erhält der Patient ja auch nochmal die Datenschutzerklärung. Also er bekommt sie ja. Man darf es also nicht vergessen. Und da muss man eben sehen, dass man... das so löst, wie es die Realität überhaupt zulässt. Wenn man das anders machen würde, dann würde man eben sicherlich sehr viel weniger Patienten in Zukunft in seiner Praxis haben. Mhm. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Das kann absolut nicht die Lösung sein. Ja, ich hoffe, wir konnten Ihnen zwei, drei gute Tipps geben, wie Sie eigentlich damit umgehen müssen, aber vielleicht auch mal aufzeigen, wie, ich benutze jetzt einfach mal dieses Wort, idiotisch das ganze Thema ist und dass man es vielleicht auch nicht einfach so umsetzen kann, aber es war jetzt kein Aufruf von uns dazu, Rechtsbruch zu begehen, ganz im Gegenteil, wir wollten Ihnen damit aufzeigen, was Sie tun müssen, damit Sie sich rechtskonform verhalten, was jeder selber daraus macht, das muss jeder selbst entscheiden. Björn, vielen Dank für dieses kurze, aber knackige Gespräch mit dir und die guten Tipps. Und denken Sie mal dran, bleiben Sie aktiv, tun Sie was. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit einem Thema, das sich dann mehr um dieses Grundgerüst des Datenverarbeitungsauftrages befasst. Also, bis dahin, tschüss. Ja, tschüss.